einzuziehen und ganz allein. Vielen Dank, dass du sie mir übergibst. Kein Problem, Foxy. Ich habe eine neue Wohnung gefunden. Die ist viel sauberer als diese hier. Ich hatte übrigens keinen Bock mehr aufzuräumen und überlasse sie dir ganz schmutzig. Oh, okay. Sie ist trotzdem wunderschön und mit ein bisschen Hilfe und Pflege und ein bisschen Deko wird sie richtig, richtig wunderschön. Ja, Foxy, wie auch immer, das ist mir völlig egal. Ich hinterlasse dir jetzt noch einen Furz so und mach mich mal vom Acker. Viel Spaß in der schmutzigen Wohnung. Oh, okay. Das ist aber gar nicht nett. Oh, das stinkt aber auch ganz schön. Ja, hier hast du mal den Schlüssel und dann mal viel Spaß damit in deiner neuen Wohnung. Vielen Dank und tschüss. Oh, wow, ich freue mich ja so sehr über meine erste eigene Wohnung. Hier habe ich Pflanzi dabei. Die stelle ich direkt mal auf den Tisch. Und ja, das ist mein allererster Schlüssel. Oh, den darf ich nicht verlieren. Wo lege ich ihn hin? Vielleicht da hinten? Vielleicht ist er dort gut aufgehoben. Mal schauen. Ich hoffe, ich verliere ihn nicht. Oh wei, aber wo soll ich jetzt anfangen aufzuräumen eigentlich? Hier sieht's schrecklich aus. Hier liegt ja überall Müll herum. Und außerdem stinkt auch noch der Furz bestialisch hier drin. Ich frage mich, wie ich diesen Gestank jemals aus dieser Wohnung rauskriegen soll. Okay, ich fange jetzt einfach mal mit den leichten Sachen an. Und zwar sammle ich diesen ganzen dreckigen Müll auf und schmeiße ihn in den Mülleimer. Wie kann das eigentlich sein, dass dieses Bad so schmutzig ist? Luciano hat wirklich kein einziges Mal hier drinnen geputzt und bestimmt hat er ganz oft hier drinnen gepupst. Ew, ich habe noch nie so eine ekelhafte Toilette gesehen. Okay, das Waschbecken sieht eigentlich ganz okay aus, aber trotzdem echt ein bisschen eklig. Und auch der Spiegel, man kann sich kaum noch mehr drin sehen. Ich muss unbedingt auch einen neuen kaufen, glaube ich. Wow, das Bad sieht super aus jetzt, wo ich es geputzt habe. Glänzt und blitzt alles. Okay, jetzt kann ich es benutzen. Ich glaube, aus diesem Holz bastel ich noch was. Das hebe ich mal noch auf. Okay, diese Rolle kann ich wegwerfen. Und auch mit dieser Schraube kann man, glaube ich, nichts mehr anfangen. Oh, wow, ich glaube, in diesem Pizzakarton ist eine ganz, ganz alte Pizza. Schnell weg damit, Augen zu und weg. So, ich glaube, das ist das allerletzte Stückchen Müll, was ich gefunden habe. Und zack und weg. Juhu, aufräumen ist erledigt. Jetzt wird's Zeit für ein DIY. Juhu. Ich liebe DIYs. Und okay, jetzt... Ja, ich habe einen Hocker gebastelt. Ist der nicht wunderschön? Ich glaube, ich stelle ihn genau hier hin. Das hat so viel Spaß gemacht. Da mache ich doch glatt weiter. Wow, eine Kiste ist es geworden. Okay, die kommt ins Schlafzimmer erstmal. Ich weiß noch nicht genau, wo ich sie später hin tun werde. Und jetzt bastle ich noch ein bisschen Deko. Oh, ich liebe Pflanzen so sehr. Ich weiß noch nicht so, wo ich dieses Bild aufhängen werde. Deswegen lege ich das erstmal in die Kiste. Und tada! Dieses wunderschöne Makrameeteil habe ich jetzt auch gerade nochmal gebastelt. Genau da im Wohnzimmer macht sich das Bild fantastisch. Jetzt habe ich aber echt Hunger. Oh nein, da ist ja gar nichts im Kühlschrank. Stimmt, ich bin ja auch gerade erst eingezogen. Was mache ich jetzt nur? Ich glaube, es ist Zeit, einkaufen zu gehen. Oh, ich glaube, diese Pflanze wird sich gut machen in meiner neuen Wohnung. Okay, Foxy, konzentrier dich. Hunger, du hattest Hunger. Du gehst jetzt einkaufen. Oh, süße Tierchen. Nein, du gehst einkaufen. Noch kurz Geld abheben. Oh, so viel Auswahl. Was esse ich nur? Ich glaube, diesmal gibt's Pizza. Juhu! Hallo, ich möchte nur diese Pflanze und diese Pizza kaufen. Vielen Dank. Hey, das ist auch meine Lieblingspizza. Das macht dann 10 Euro, bitte. Hier die 10 Euro. Vielen Dank. Ich glaube, ich komme bald wieder. Gerne. Guten Appetit und bis bald. Puh, einkaufen ist immer etwas anstrengend und ich habe jetzt noch mehr Hunger als vorher. Aber... Wow, es ist der erste Einkauf in meiner neuen Wohnung gewesen. Lecker Pizza. Oh, jetzt ist sie schon weg. Das ging jetzt aber schnell. Jetzt nur noch meine Zahnbürste und Zahnpasta aus dem Karton holen, Zähne putzen und dann ab ins Bett. Ich bin so müde. Morgen ist ein neuer Tag und ich kann meine Wohnung endlich wunderschön und ästhetisch machen. Und jetzt wird erstmal geschlafen und wundervoll geträumt. Gute Nacht.